Und da muss man auch sagen, okay, ich gebe den Hund nicht gleich bei dem ersten Stolperstein weg und auch nicht bei dem zweiten. Und selbst wenn es mal daneben geht und irgendwas passiert ist, dann muss man im Prinzip zu seinem Hund stehen können. Auf deiner Seite war es auch angenehm für den Hund, für mich, weil einfach die Ruhe da war zum Gassi gehen und es sehr entspannend ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hessen helfen. Heute geht es um Tiere und zwar genauer gesagt um Hunde, denn gerade in der Corona-Zeit haben doch einige Leute Zeit, sich vielleicht sogar einen Hund anzuschaffen oder sich einen Hund aus dem Tierheim auszuleihen. Allerdings gibt es auch einige, die haben viel, viel weniger Zeit. Und da gibt es zum Glück helfende Hände in Form von Manuela Mühldorfer. Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, freut mich auch. Und auf eine freue ich mich ganz besonders, Frankfurterin, Tierliebhaberin, Hundebesitzerin, Moderatorin Sonja Kraus. Hi. Hallöchen. Hallöchen, schön, dass du Zeit hast. Du hast eben schon versucht, deine Hündin, ich glaube Fanny ist der Name, zu rufen, aber die düst gerade bei dir irgendwie durchs Haus, durch die Wohnung. Ja, meine Mutter wohnt auch noch bei uns im Haus und die hat gerade was zum Essen vorbereitet. Und das ist natürlich durchaus attraktiver, dort gerade ein bisschen zu betteln, anstatt jetzt hier langweilig sich zu mir auf die Couch zu flezen. Das kann ich mir vorstellen. Manuela, du hast über Hessen helfen, da hast du dich quasi gemeldet und deine Hilfe angeboten, um mit anderen Hunden Gassi zu gehen. Wie kam es dazu, beziehungsweise wie bist du drauf gekommen, helfen zu wollen? Mir ging es eben an sich darum, grundsätzlich helfen zu wollen, weil ich mir auch denke, wenn ich in der Situation selbst wäre, würde ich auch hoffen, dass mir jemand hilft. Ebenso die andere Sache ist eben auch, dass ich komme aus einem kleinen Dorf, aus dem tiefsten Oberfranken in Bayern. Und mein Vater dort zum Beispiel auch schon ein bisschen älter ist, alleine ist. Und ich deswegen auch hoffe, dass dem ja auch geholfen wird, eben auch durch Nachbarn, durch Freunde. Und mir das wichtig war, an sich zu helfen. Und dann kam eben durch Hessen helfen, das mit dem Hund zustande, dass ich mit dem Hund Gassi gehe. Aber ich bin dann auch einkaufen gegangen, hab Wäsche gewaschen etc. Du hast dich quasi um eine ältere Frau gekümmert, die einen Hund hat, aber nicht mehr einkaufen gehen wollte, zu Hause bleiben wollte. Wie war das genau? Es war nicht so, dass sie nicht mehr wollte, sondern eher, dass das Problem war, dass sie nicht mehr richtig auch konnte. Die ist schon an sich, sie ist eigentlich erst Mitte 50, ist aber durch Schicksalsschläge auch ein bisschen geprägt und kann eben auch gesundheitlich nicht mehr so. Wie oft bist du da quasi mit dem Hund Gassi gegangen? Also täglich, mehrmals oder? Wie zeitlich von mir war, wie auch von ihr, weil sie hat ja noch einen Sozialarbeiter, der regelmäßig mal vorbeikommt zum Helfen, den hat sie mal kennengelernt und eine, ihre ehemalige Pflegerin, kommt noch ein, zweimal die Woche vorbei. Dann kam es auch darauf an, ich bin ja trotzdem Vollzeit beschäftigt nach wie vor, ich habe keine Kurzarbeit und dann kam es immer darauf an, jetzt, ich hatte zwischendrin auch mal Urlaub, da bin ich auch mal zweimal am Tag hingegangen, saß aber auch noch da, dann habe ich immer was zu essen vorbeigebracht. Wir haben uns einfach so noch ein, zwei Stunden unterhalten und es ist dann unterschiedlich. Jetzt letzte Woche war ich nur zweimal da. Aber dann jetzt zum Beispiel die Woche bin ich wieder öfter, auch mit dem Wochenende und dann zwischen 4 und 7 Mal teilweise. Finde ich richtig klasse, dass du das machst. War das gerade so auch zu Zeiten des Lockdowns, momentan ist es ja alles wieder ein bisschen lockerer, war das anders mit Hunden draußen unterwegs zu sein? Wie hast du das wahrgenommen? Also wenn ich mir an sich Friedberg anschaue, ist es eben sehr ruhig plötzlich gewesen. Ich bin hinten an der Seewiese viel unterwegs und dann plötzlich waren da gar keine Menschen. Sonntagmittag, schönster Sonnenschein, keine Kinder auf dem Spielplatz. War schon ein bisschen eigenartig, ein bisschen gruselig, weil es so ruhig war. Auf der anderen Seite war es auch angenehm für den Hund, für mich, weil einfach die Ruhe da war zum Gassi gehen und es sehr entspannend ist. Sonja, ich habe es eben schon eingangs erwähnt. Offenbar wollen sich jetzt gerade zu dieser Zeit, weil Menschen vielleicht und offenbar mehr Zeit haben, einen Hund zulegen. Freut dich das oder hast du bei so viel Spontanität auch vielleicht ein bisschen ein ungutes Gefühl? Naja, grundsätzlich ist ein Hund immer eine Bereicherung. Und je mehr Menschen auf den Hundetrichter kommen, desto besser. Ich habe nur zwei große Einwände. Spontanität und Hundemama oder Papa werden ist schwierig, denn ein Hund ist eben keine Katze, sondern ein Familienmitglied und stellt auch seine Ansprüche, nicht nur finanziell, sondern einfach auch was Verantwortung und zeitlichen Einsatz anbelangt. Und das ist das eine. Und die zweite Komponente ist, ich hoffe, dass dann alle die sagen, oh, jetzt bin ich so einsam, ich brauche was zum Kuscheln und ein Vierbeiner wäre vielleicht genau das Richtige. Egal ob jetzt Hund, Katze, Maus oder Kaninchen,
dass man in dem Moment doch nicht, ich sage mal, den Hund von der Stange, nämlich vom Züchter vielleicht sich holt, sondern überlegt, ob man sich denn mit einem Familienmitglied, einem Individuum eben auch vielleicht aus einem Tierheim, einen Secondhand, ein Unikat, der vielleicht keinen Stammbaum hat und vielleicht nicht den süßen Welpen, sondern einfach eine Aufgabe ins Haus holt. Du hast selber eine Hündin. Was für ein Hund ist das denn? Also ich habe ja immer Secondhand-Hunde, immer vom Tierschutz. Und jetzt wollte ich mal was Kleines, Handliches haben für meine Verhältnisse. Ich habe immer große schwarze Molosser und habe einmal ein Mädchen, und zwar die Fanny. Ich kann sie euch mal zeigen. Fanny, hallo. ein Sofa-Wolf, ja. Schnarcht schon wieder oder schnarcht gleich wieder. Das ist eine Boxerhündin irgendwo aus Spanien, und die habe ich übers Netz, und zwar über ein Herz für Boxer. Und sie ist ungefähr 2 bis 3 Jahre alt und ist durchaus eine Aufgabe, denn sie hat kleine Hunde zum Fressen gern. Okay. Oh. Ja, ich weiß, wie viel Arbeit so ein Hund macht. Wir haben nämlich selber eine Hündin, einen Labradudel. Die sind ja sehr in. Arbeit. Genau, die sind sehr in und durchaus natürlich dann auch pflegeleicht. Die haaren ja nicht. Ne? Das ist auch ein ganz guter Allergikerhund. Ja, deshalb mein Sohnemann und ich, wir haben beide eigentlich eine Tierhaarallergie, aber wir wollten unbedingt einen Hund haben und deshalb fiel die Wahl quasi auf so einen Hund. Sie ist zauberhaft, ist ein absoluter Familienhund, aber ja, es macht viel Arbeit. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, tatsächlich wie viel Arbeit so ein Hund macht, bevor man jetzt einfach aus der Laune heraus, weil man vielleicht gerade im Homeoffice sitzt und denkt, man bräuchte was zum Kuscheln, sich so einen Hund zulegt. Naja, also es ist grundsätzlich so, dass ein Hund halt auch seinen ganz eigenen Charakter hat. Ne? Auch selbst wenn man sich einen Welpen holt, bedeutet das Hundeschule, den Hund sozialisieren. Ein Welpe ist nicht stubenrein, also man muss ihm alles beibringen, was man eigentlich einem Kind auch beibringt. Die Sache ist nur natürlich, hat man sich ein kleines Raubtier auch da eingefangen. Es kann sein, dass da auch einige Tücken auf einen warten und der sich vielleicht gar nicht so sozialisieren lässt oder es sich nicht... Man hat es so im Kopf, man läuft ohne Halsband und Leine, entspannt durch den Park, telefoniert dabei. Das muss nicht unbedingt so werden. Das ist einfach auch ein gewisses Überraschungsein. Da kann man noch so hundeerfahren sein und dann kann man noch so viel Input in den Hund stecken. Es ist eine große Aufgabe. Und da muss man auch sagen, okay, ich gebe den Hund nicht gleich bei dem ersten Stolperstein weg und auch nicht bei dem zweiten. Und selbst wenn es mal daneben geht und irgendwas passiert ist, dann muss man im Prinzip zu seinem Hund stehen können. Kann man das erfüllen? Natürlich, wenn man einen Erwachsenenhund nimmt, dann haben die Tierschützer meistens schon ein bisschen Erfahrung, was da die Problematik ist und können das weitergeben. Also das nur mal am Rande in die Zukunft gesehen. Aber ansonsten muss man sich halt überlegen, okay, stehe ich gerne morgens auf und gehe spazieren? Stehe ich mittags parat und gehe nochmal spazieren? Und führe ich ihn abends auch nochmal um die 4 Ecken? Habe ich die Zeit, egal bei welchem Wetter und wenn die Welt untergeht? Dann zusätzlich, so ein Tier kann auch mal krank werden und dann wird es verdammt teuer, selbst wenn man so eine seltsame Krankenversicherung für Hunde abgeschlossen hat. So ein Hund, wenn er dann mal Magenprobleme hat, der sagt nicht, oh mein Gott, ich muss jetzt, könntest du mir mal bitte den Klodeckel hochmachen? Manchmal zeigt er nicht an, dann kackt der eben auch mal auf den Teppich oder übergibt sich. Es ist wie mit einem Kind. Und dessen muss man sich einfach gewiss sein. Habe ich so viel Zeit, also sagen wir mal guten gerne 2 Stunden, 1,5 Stunden, je nach Hundegröße pro Tag. Was ist im Urlaub? Fahre ich weg? Fahre ich mit dem Wohnmobil weg? Habe ich jemanden, dem ich den Hund geben kann? Das sind alles so Aspekte. Ja, absolut. Und wenn man mal Hilfe braucht, gibt es natürlich auch viele, viele Anlaufstellen. Und das Tolle ist, in diesem Fall gibt es auch mittlerweile Hessen Helfen, wo man etwas Hilfe und Unterstützung mittlerweile bekommt. Manuela, vielleicht erklärst du uns nochmal, wie genau du auf Hessen Helfen gekommen bist und wie einfach es vielleicht dann war, jetzt dort zu helfen. Auf Hessen Helfen bin ich, wenn ich jetzt richtig bin, tatsächlich über FFH gekommen, übers Radio, weil es einfach Standard ist, dass ich das morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich das. Und dann relativ am Anfang habe ich mich dann online auf die Website bin ich gegangen, habe da meine E-Mail-Adresse, Telefonnummer hinterlegt, in welchem Umkreis ich das machen möchte. Und dann hat man mich eben kontaktiert, hat gesagt, da ist eine Dame. Da habe ich die ältere Dame angerufen und habe gesagt, ich komme vorbei. Und mittlerweile hat sich, ich finde es aber auch schön, weil das hat sich eben mittlerweile auch so eine kleine Freundschaft entwickelt. Und das ist eben nicht, ich gehe nicht hin, hole den Hund ab, gehe mit ihm Gassi, er macht sein Geschäft, ich bringe ihn zurück. Der Hund hat sich an mich gewöhnt, der freut sich wie ein kleiner Keks, wenn ich da auftauche.
Auch sie freut sich immer, wenn ich komme. Und dann, wir trinken auch einen Kaffee zusammen. Wir unterhalten uns auch einfach mal. Die erzählt mir von ihrer Jugendzeit, wie es in der Schule war. Und ich finde es auch einfach schön, weil man ja auch von seinen älteren Mitbürgern einfach mal was lernen kann. Ja, das ist, klingt total zauberhaft, wirklich. Es ist nicht nur so, dass Hessen hilft. Man hat das Gefühl auch momentan, dass Hessen so ein Stück weit verbindet. Also das finde ich ganz, ganz große Klasse. Vielen Dank an dieser Stelle, liebe Manuela. Gerne. Mehr zum Thema Hessen helfen findet ihr wie immer auf hessenhelfen.de und weitere Videos gibt's hier bei YouTube. Ja, ihr Lieben, das war's quasi schon. Ich danke euch vielmals für eure Zeit, für das Interview, fürs Gespräch. Ich wünsche euch beiden alles Gute und bleibt vor allen Dingen gesund. Weiterhin viel Spaß mit euren Hunden. Dankeschön. Danke.